Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute starten wir mit meinem ultimativen Januar-Tipp. Neuschnee spielt in den schottischen Highlands. 9 Freunde aus London werden hier ihre Silvestertage verbringen. Man möchte abgeschieden von der Außenwelt das Gemeinsame stärken. Und wie es immer so ist, unter jedem Dach ist auch ein Ach. Und als sie dort angekommen sind, eingeschneit, es schneit immer mehr, alles wird dichter, die Atmosphäre beginnt zu knistern. Man sagt sich Dinge, die man vielleicht schon lange mal irgendwo im Hinterstübchen hatte, aber nie die Gelegenheit. Wird es richtig, richtig böse. Und warum? Das erfahrt ihr, wenn ihr dieses Buch lest, weil es ist nicht nur dieses faszinierende Setting dieser schottischen Highlands, sondern jede der Personen kommt abwechselnd zu Wort. Ihr kennt es, ich liebe es. Das ist ehrlicherweise wie in einer Netflix-Serie. Und ihr bekommt aus verschiedenen Perspektiven die Situation erzählt. Und das Interessante ist, ihr seid immer kurz vor Silvester, kurz nach Silvester. Und in der Silvesternacht gibt es natürlich nicht nur Champagner, sondern auch eine Tat. Und wer letztendlich dahinter steckt, wie alles zusammenhängt, das ist großartig gestrickt, spannend und so, dass ihr dieses Buch wieder einmal nicht aus der Hand legen möchtet. Das ist das erste Werk bei ihr, von ihr, bei uns. Und ich hoffe sehr, dass diese junge Autorin noch viel, viel mehr Spannungsromane bringt, die wir dann ebenso eingekuschelt, vielleicht schneit es bei uns auch noch im Januar, lesen möchten. Also, Neuschnee, der ultimative Januar-Tipp. Und ich freue mich sehr, euch im Laden begrüßen zu dürfen. Ich wünsche euch ein fantastisches, lichtvolles, leichtes 2020 und bis dann.